Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe der Anlageidee mit der HSBC Deutschland. Ja, für den DAX ist es die letzte Woche in der gewohnten Aufstellung und auch beim Nasdaq tut sich ein bisschen was. Wie Anleger die Impulse einordnen können, darüber spreche ich jetzt mit Jörg Scherer von der HSBC Deutschland. Herr Scherer, heute sind Sie auch mal ein Bild mit dabei, ganz spannend. Aber noch spannender ist, dass der DAX am Montag 10 neue Werte dazu bekommt. Wie macht sich das in der Charttechnik bemerkbar? Ja, hallo aus Düsseldorf. Wir haben ja in der letzten Woche ausführlich über das Phänomen oder die saisonalen Einflussgrößen Indexanpassung und größte Indexanpassung der DAX-Geschichte gesprochen. Dazu haben wir die Bundestagswahl als saisonalen Bremsklotz vor der Tür. Also regelmäßig ist es so, dass es nach solchen großen Indexanpassungen erstmal zu einem Neubewertungsprozess kommt. Die Anleger müssen sich so ein Stück weit neu sortieren. Und wie gesagt, es ist die größte Indexumstellung der DAX-Geschichte. Von daher ist dieser Effekt vielleicht im Jahr 2021 auch besonders groß und besonders stark ausgeprägt. Abseits davon, wenn man zur reinen charttechnischen Situation kommt, dann ist davon im Moment noch nicht viel zu spüren. Im Gegenteil, wir haben absolute stabile Seitenlage bei den deutschen Standardwerten. Seit Anfang Juni tritt der DAX hier ganz klar auf der Stelle, verfährt also nach dem Motto ein Schritt vor, ein Schritt zurück. Welche Marken sind denn jetzt relevant beim DAX? Ja, zunächst mal muss man sagen, auf der Oberseite, wir haben einen Gap gerissen in der letzten Woche. Obere Gap-Kante hier 15.827 Zähler. Und das Schließen dieser Kurslücke ist die notwendige Voraussetzung dafür, um den DAX wieder in die Erfolgsspur zu bringen und in die Erfolgsspur zurück zu versetzen. Andererseits auf der Unterseite, Stichwort Indexanpassung, Stichwort Bundestagswahl, muss man das jüngste gestrige Tagestief 15.613 Punkte, das harmoniert ganz gut mit dem Augusttief 15.622 Zähler im Hinterkopf haben. Und dann ist natürlich auch noch das letzte Verlaufstief 15.454 Punkte zu nennen als wirklich wichtige Rückzugslinie. Was uns generell noch am Herzen liegt, ist die Tatsache, wir haben verschiedentlich darauf hingewiesen, im Bewegtbild, im Verlauf dieser Sendung, aber auch vielfach im Daily Trading Newsletter, dass wir die besondere Konstellation bei den Bollinger-Bändern, also klassischer Volatilitätsindikator, haben. Und die beiden Begrenzungen dieses Volatilitätsindikators, die haben sich beispielsweise im Wochenbereich so stark zusammengezogen wie niemals zuvor in der DAX-Geschichte. Und das ist in der Vergangenheit immer der ideale Nährboden für einen größeren neuen Trendimpuls gewesen, der dann auch mit hoher Wahrscheinlichkeit schnell, dynamisch und nachhaltig vonstatten geht. Also die stabile Seitenlage, von der ich eingangs gesprochen habe, sie könnte dann doch zeitnah aufbrechen und Anleger sollten darauf gewappnet sein, wenn eine der genannten Triggermarken verletzt wird. Sie haben gerade die Bundestagswahl angesprochen. Wie sich die auf den DAX auswirkt, hat uns Ihr Kollege Christian Köker schon verraten. Das Video verlinke ich für alle Zuschauer, die es interessiert, nochmal. Aber lassen Sie uns jetzt auf die aktuelle Marktstimmung schauen. Die Association of Individual Investors hat die Ergebnisse einer Umfrage veröffentlicht. Die hat sich mit US-Privatanlegern beschäftigt und die wurden gefragt, ob sie bullish, bearish oder neutral gestimmt sind. Und nach dieser Umfrage sind 22% der Anleger bullish eingestellt, 38% sind neutral und ganze 39% bearish. Was könnten denn die Gründe für die Unsicherheit sein oder für den Pessimismus bei den Anlegern? Ja, wir haben zuletzt so ein bisschen dieses Auf-der-Stelle-Treten auch zumindest in ganz moderater Form auch in den USA gesehen. Und das hat dazu geführt, dass sich die Stimmungslage deutlich abgekühlt hat. Vielleicht ganz generell. Für uns in unseren Analysen im Daily Trading Newsletter ist das Sentiment, die Stimmung, die Psychologie der Marktteilnehmer ein ganz wichtiger Einflussfaktor, den wir auch in unseren Analysen versuchen regelmäßig zu beleuchten. Deswegen ist es eine absolute Pflichtaufgabe für uns, donnerstags morgen diese Stimmungsumfrage aus den USA unter den amerikanischen Privatanlegern anzuschauen und zu analysieren. Und Sie haben es angesprochen, bullish sind unter den US-Privatanlegern nur noch 22%. Ich halte zwei Dinge für bemerkenswert im Moment. Das eine ist der Einbruch im Vergleich zur letzten
Erhebung von vor einer Woche. Da waren nämlich noch knapp 39% Bullen unter den Privatanlegern. Also ein sehr, sehr signifikanter Sentimenteinbruch, der hier in sehr kurzer Zeit stattgefunden hat. Und das Zweite ist, dass natürlich das Ausmaß oder das geringe Ausmaß der Bullen nur noch 22%, das ist ein historisch geringer Wert, ist nämlich die niedrigste Notierung seit Juli 2020. Und also das schon mal zur Einordnung, es ist eher ein Kontraindikator, von daher ist ein niedriger Bullenanteil ein grundsätzlich positiver Faktor und eben auch als zweites, wenn man so moderate Preiskorrekturen hat, aber sehr deutliche, scharfe Korrekturen im Sentiment, dann ist das regelmäßig eine Situation, die den Markt unterstützt. Spiegelt sich die Stimmung der Anleger dann auch beim US-Technologieindex Nasdaq wieder? Ja, generell habe ich gesagt, dass wir diese Sentimenterhebung der American Association of Individual Investors sehr gerne und regelmäßig heranziehen, weil es auch eben ein guter Maßstab für das Gesamtsentiment in den USA darstellt und damit eben auch für den Technologiesektor. An der Stelle ist vielleicht noch ein anderer Aspekt wichtig und damit muss ich vielleicht so ein bisschen Wasser in den Wein gießen aktuell. Ich habe eine Grafik mitgebracht zur Marktbreite für den Technologiesektor, also die Advanced Decline Linie als ältesten Marktbreite-Indikator, den man heranziehen kann und hier explizit für die Nasdaq aufbereitet. Und dann sieht man, das ist der Saldo aus gestiegenen und gefallenen Aktien. Man kann davon ausgehen, wenn mehr Titel steigen als fallen, ist das eine gute Marktphase. Aber man sieht leider mitgebrachten Chart, das ist derzeit nicht mehr der Fall. Die jüngsten Rekordstände werden nicht mehr von Seiten der Marktbreite, von Seiten der Advanced Decline Linie bestätigt. Wir haben also eine klassische negative Divergenz vorliegen und die Zuschauer, die Anleger, die vielleicht schon so ein bisschen tiefer in der Materie der technischen Analyse drinstecken, die werden in diesem Kursverlauf der Advanced Decline Linie für den Nasdaq auch sowas wie eine Top-Formation erkennen können. Also die Marktbreite sendet hier schon die klare Botschaft, dass immer weniger Technologietitel an diesem Aufschwung partizipieren und am laufenden Aufschwung teilhaben. Und das hinterlässt schon einen faden Beigeschmack. Und welche Chartmarken sind beim Nasdaq jetzt für Anleger interessant? Ja, in der Gemengelage betonen wir im Moment so ein bisschen, dass die Hosse zwar absolut intakt ist, aber dass Anleger auch ein striktes Stop-Management auf der Unterseite an den Tag legen sollten. Deswegen betonen wir eher die Triggermarken nach Süden beim Nasdaq. Und da sind vor allen Dingen die Hochpunkte der letzten Wochen über die Sommermonate ausgeprägt bei 15.150 Punkten zu nennen. Das habe ich auch im Chart, den ich vorbereitet habe, sehr schön dargelegt. Das wäre das erste Warnsignal, der erste Trigger, dass wir wirklich in eine nennenswerte, erwähnenswerte Korrektur übergehen und strategische Rückzugslinie, die hatte ich an der Stelle auch schon öfter ins Feld geführt. Das sind die alten Rekordstände bei 14.000 Punkten, die eben auch durch die 38-Wochen-Linie, also einen ganz langfristigen gleitenden Durchschnitt, nochmal zusätzlich bestätigt und erhärtet werden. Jörg Scherer, vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Liebe Zuschauer, das war die aktuelle Ausgabe der Anlageidee mit der HSBC Deutschland. Vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.